Hallo Leute, willkommen zu Vlogmas Tag 24. Für viele von euch wahrscheinlich der spannendste Tag im ganzen Dezember, nämlich Weihnachten. Vielleicht auch der harmonischste oder der unharmonischste, ich weiß es nicht. Für mich bis jetzt alles super gelaufen. Ich war heute Morgen mit meinem Papa einkaufen, wir waren sogar im Bioladen. Ich habe vegane Würste und veganes Tofu bekommen. Ich habe alles, was ich will. Jetzt kann der Tag starten und die nächsten Tage. Ich bin richtig guter Dinge. Und ich muss jetzt Geschenke einpacken. Ich habe gerade noch meinen Vlog geschnitten. Irgendwie lädt mein Laptop hat einen Klacks. Weil wenn ich hier das Ding reinstecke, womit es laden soll, es geht nicht. Und liebe Freunde, das wäre ein kleiner Albtraum. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Hallo, wollte ich mir mal unter dem Rock schauen. Aber ich fahre ihn dann einfach hoch und runter. Und vielleicht geht's runter und hoch, besser gesagt. Doesn't want to. Ich bin noch bei 64%, also wenn was passieren würde, ich könnte das noch regeln, aber ist doch komisch. Macht mich schon wieder. Na gut, hier unten liegen die ganzen Weihnachtsgeschenke von meiner Mutter für alle und von mir auch teilweise. Die werde ich jetzt einpacken und auch die Sachen, die ich schenke für meinen Bruder, das war ja gestern noch so das Ding, habe ich jetzt einen Event-Team-Gutschein, weil der immer schön auf Konzerte geht und so. Das finde ich ganz nett. Meine Mutter hat sich ein Parfüm von mir gewünscht, habe ich für sie. Für meinen Bruder hatte ich passend zu seiner, zu seinem Kaffeefilter, den ich ihm geschenkt habe, einen geilen Kaffee geholt. Ja, lol, hat ja super geklappt. Aber ich hatte auch noch einen Tee. Und jetzt habe ich auch noch kleine Küchenhandtücher. Ist schön hier so von meinem Bücherregal. Ja, das Parfüm für meine Mom und so weiter. Das werde ich jetzt alles einpacken. Mein Papa bekommt einen Gutschein für eine Whisky-Verkostung. So läuft es. Meine Oma bekommt ein Vogelhäuschen und Vogelfutter. Meine andere Oma, die jetzt im Altersheim ist, bekommt ein Rezeptebuch. Und Cremes hatte sie sich gewünscht. Aber ich möchte, dass sie mir alle ihre Rezepte aufschreibt. Ist mehr ein Geschenk für mich als für sie. Ja, so läuft's. Also hole ich jetzt mal Papier und Zeitung her und starte. Heute Mittag gibt es bei uns grüne Nudeln, für die anderen Lachs und weiße Soße und Erbsen. Ich habe mir so ein bisschen geilen Basilikum-Tofu gemacht. Der kocht natürlich auch so ein bisschen vor sich hin. Und esse ansonsten auch alles, außer halt den Lachs. Unsere vier Kerzchen sind an. Wir warten jetzt nur noch, dass die kommen. Und ich habe schon alle Geschenke eingepackt. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber ich liebe es. Schön sieht es aus. Da kommen dann noch nicht meine Geschenke. Geh wieder an die Stirnseite, das ist mir immer das Liebste. Ist die Hintergrün, Mami? Ne, dein Nachts ist ja nur. Sind alle ihre Kameras putzen? Oh, die ist aber kleiner als der. Die ist nachher die normale Titel-Pressengröße. Auf die Bilder. Sieht riesig aus. Das ist noch groß. Das ist, ist ja keine. Verstanden. Okay. Und das da reinschrauben, ne? Und mein Lieblings. Moleskine. Nora, wie viele Moleskines hast du schon vollgeschrieben? Bestimmt schon 10. Was kommt da rein? Notizen und Tagebuch ein. Ja. Überleg dir, was du sagst. Es kostet morgen 20.000 Leute zu. Ich habe live. Es ist live. Als Buch veröffentlicht. Hat er in Plastik eingepackt. Oh, schade. Ich würde einen Brandbrief schreiben. Ist das ein schwarzes oder ist das ein blaues? Ich habe ein schwarzes diesmal drin. Ich dachte, beide sind blau. Ist ja gut. Das andere, die anderen Farben waren. Ich habe beides, ja. Da bin ich sehr froh drum. Danke, Mama. Oh, ich freue mich sehr. Du hast mich sehr reich beschenkt, obwohl ich mir nichts gewünscht habe. Buchstäblich. So geht's auch. Ich wusste nicht, was ich mir wünschen soll. Du kannst jetzt wieder aufhören mit Flow. Nee, ich möchte noch zeigen, was ich geschenkt gekriegt habe. Ein Kalender von Bildern mit mir. Wie ich Bilder mache. Bilder. Von mir, wie ich Bilder mache. Unterstrich Wunderkind ist mein Handle. Leute, wir sitzen alle zusammen im Wohnzimmer, wie das so ist an Weihnachten. Aber ich wollte jetzt, bevor ich es den ganzen Tag gar nicht gemacht habe, mit euch meinen Tee aufmachen. Die 24. Und ich kann nicht glauben, dass dieser Counter vorbei ist. Himmlischer Christkindeltee. Bio-Gewürz-Kräutertee-Mischung.
Es war schön, mit dir die Vorweihnachtszeit zu durchleben. Danke dafür. Ich wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise deiner Liebsten. Lass uns noch das Friedenslicht holen. Frohe Weihnachten. Thema Frieden. Der Haussegen hing kurze Zeit schief. Sehr schief. Ich habe richtig Kontra gegeben, was ich so halt gelernt habe in der Klinik. Und das war für mich goldrichtig, weil ich dann einfach so im Reinen mit mir und der Situation und diesem Menschen war. Und nichts weiter mit mir rumschleppe. Das ist das, warum ich immer auch immer so schnell weine, weil ich so viel in mir trage, was ich immer so mit mir schleppe, wie so ein Weihnachtsmannsack. Und jetzt habe ich es einfach direkt rausgelassen, aber alles wieder gut. Er hat eine schöne Bescherung. Ich weiß, ich habe nicht so viel gefilmt heute, ich bin auch ziemlich fertig, ich sehe auch ziemlich fertig aus. Ich zeige euch morgen ein bisschen mal, was ich Schönes bekommen habe. Zum Beispiel auch einen schönen Pullover. Meine Mama kann sich das immer nicht nehmen lassen, mir Sachen zu schenken, aber ich sag nichts dazu. Mir gefallen die Sachen natürlich auch. Wir haben einen sehr ähnlichen Geschmack. Und den ziehe ich dann gleich morgen an. Da freue ich mich drauf. So, und wir gerade noch drüben bei meiner Cousine und ihrer Familie. Ach, einfach ein schöner Tag. Und ich liebe es auch so in der Küche Sachen zu machen und Geschirrspüler halt so. Wow. Ja, und ich will irgendwie noch lesen oder ein bisschen schreiben. Keine Ahnung. Leute, ich melde mich zurück aus meinem. Schön, dass ich das mal festhalte. Kokon. Meine Mama macht fast jeden Abend Indianer-Baby mit mir. Es ist nicht rassistisch gemeint. Oder so, natürlich nicht. Aber kennt ihr dieses. War das. Welcher Film war das? Wurde das Baby halt so eingepackt? Dann. Ist das König der Löwen? Wie auch immer. Und ich liege jetzt hier. Weil das war echt durchwachsen, sage ich euch, unser Weihnachten. Aber es war gut. Ich hab uns verteidigt. Mich verteidigt. Und es war schön und ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Ich freue mich. Ich muss sagen, ich freue mich, wenn ich wieder in Erfurt bin und wenn es wieder Alltag ist. Also Alltag im Sinne von kein Stress, aber auch kein weihnachtlicher Stress. Es war trotzdem schön und ich freue mich auch auf die nächsten Tage. Ich bin einfach dankbar für alles und dankbar für die Liebe in meinem Leben und zu wissen, dass man auf irgendwie eine Art und Weise auch wieder nach Hause kommt, nach Hause nach Erfurt und da auch wieder Liebe auf einen wartet. Ich bin umgeben von Liebe und das ist schön. Ich bin umgeben von Wärme, vor allen Dingen ist unter mir noch eine Wärmedecke. Vielleicht könnt ihr euch irgendwie vorstellen, wie warm es hier drin ist. Ich lieb's. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Keine Weihnachtsbäume sind umgefallen oder Kugeln kaputt gegangen. Und dass die Eklas, kleine Eklas geblieben sind. Macht's gut. Ich küsse euch. Tschüss. Hallo ihr Lieben. Noch aus der Zukunft hier, beziehungsweise noch aus der Gegenwart. Heute, wenn ihr das seht, am 25. geht das Gewinnspiel von uns auf Tierendier zu Ende. Wir verlosen jeweils ein was, also Luca eine schöne Fotografie, eine ausgedruckte von sich, Emine eine tolle Collage und ich einen Text und eine Analogfotografie von mir. Und ihr könnt das gewinnen über Instagram. Ich setze den Link zu dem Post und zu dem Instagram-Post in die Infobox. Und ja, macht einfach mit. Und Merry Christmas.